Strecke dich lang. Dann komm in ruhigen Bewegung zum Sitzen für dreimal oben. Die Wirbelsäule aufgerichtet, der Scheitel strebt zur Decke. Kannst du nochmal einatmen, die Schultern heben, ausatmen, nach hinten unten fließen lassen. Und dann atmen wir gemeinsam ein für dreimal oben. Sarva Mangala Mangaye Shive Sarvata Sarike Charanye Triambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Om Shanti 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 Om Frieden, Frieden, Frieden. Und nochmal Shivaya, herzlich willkommen zum Yoga der Energie, Sukshma Vyama. Mein Name ist Stefan, ich darf euch durch die Stunde begleiten. Ja, Sukshma Vyama heißt subtile Übungspraxis. Das sind 49 Grundübungen, die im Buch Yoga hilft heilen aufgeschrieben wurden von Dhirendra Brahmachari, dem Yogameister der Familie Gandhi in Indien. Der hatte einen letzten Schüler, Reinhard Gammenthaler, bei dem habe ich die Übung gelernt. Ja, und bei den Übungen geht es ganz konkret um Energie, Lebensenergie, das Leuchten des Lebens, die Energie, aus der die Gesundheit entsteht. Und die Übungen sind super genial. Das kann jedes Kind machen und Rentner bis ins hohe Alter. Und dann ist das hoffentlich eine Bereicherung für eben auch alle Menschen, die Beschwerden haben. Und ja, ich hoffe, dass bei jedem eben dieses Gefühl entsteht, wie Energie sich anfühlt, wenn die im Körper zu fließen beginnt und dass wir dann eben mit einem guten Gefühl aus der Yogastunde gehen. Auf geht's! Ja, wir üben viel im Stehen. Super praktisch, braucht man gar keine Yogamatte, kann man immer überall üben. Und die erste Stellung ist dann eben die Stellung des Gebets. Die Daumen berühren das Brustbein, um Kontakt herzustellen mit dem Herzbereich. Liebevolle Achtsamkeit im Herzen. Wenn du ein Mantra hast, kannst du dein Mantra wiederholen. Wenn du aus dem religiösen Kontext kommst, kannst du ein Gebet sprechen. Wenn du Atheist bist, kannst du versuchen, das Gute, das Wahre und das Schöne in deinem Herzen wahrzunehmen. Wenn dieses Gefühl da ist, können wir mit der Yoga-Praxis beginnen, sodass diese Praxis ein schönes Selbstliebe-Ritual werden kann. Und dann ist die Praxis eben zentraler Bestandteil, um Mitgefühl zu entwickeln, das Herz zu öffnen, immer wieder in die Liebe zu kommen. Okay, dann wollen wir Sauerstoff in den Körper pumpen mit Kapalabhati-Techniken. Kapalabhati, also den Bauch rein und raus bewegen, ich sage mal so schnaufen dazu, rein und raus bewegen wie ein Blasebalg, aktiv ein und aktiv aus, machen wir es schon mal 18 Mal,
Am Anfang geben wir das Kinn auf Höhe des Brustbeins zurück, spüren die Kehle. Die Übung heißt eben auch die Reinigung der Kehle. Und dann schnaufen wir 18 Mal mit dem Bauch ein und aus, kräftig. Dann geben wir die Hände zusammen, geben die Finger so zusammen und drücken die Hände schön nach oben, stellen es auf die Zehenspitzen, die Fersen zusammengeben, dann kann man die Balance besser halten und die Hände schön nach oben strecken. Das ist jetzt so eine Variante der Palme. Tief atmen. Und so werden wir ganz gerade und bearbeiten die Füße und Beine, eben die Wurzeln. Dann kommen wir zurück. Jetzt geben wir den Kopf in den Nacken, schauen zur Decke, spüren den Punkt, wo bei den meisten so ein Wirbel ist, das am Hinterhaupt, und die Füße gut spüren, die Augen geöffnet halten und wieder 18 Mal schnaufen in diesem Genickverschluss nach hinten. Ja, wir versuchen eben viel Sauerstoff in den Körper zu pumpen und durch diese verschiedenen Kopfhaltungen werden eben verschiedene Bereiche im Gehirn stimuliert. Das Mittelhirn für Konzentration, Gedächtnis, Hirnleistung, Kapalabhati, ein Licht im Kopf anzünden. Stehen wir am rechten Fuß, geben den linken Fuß nach vorn, das Bein geben wir nach hinten, da wo das Bein hinten ist, geben wir den Arm zur Seite und den rechten Arm geben wir am Ohr vorbei. Dann drücken wir den großen Zeh vom Standbein in den Boden. Den Blick fixieren auf einen Punkt, 150 cm vor den Füßen. Das Starren auf einen Punkt. Trataka ausführen, das sogenannte Drishti zur Hilfe nehmen. Und jetzt das hintere Bein so weit heben, bis so eine subtile Spannung im Kreuz entsteht. Da sollte sich die Kraft zentrieren. Balance. Dann stehen wir in Ashvatthasana, dem Feigenbaum. Der verteilt die Energie im ganzen Körper, die wir gerade durch das Schnaufen generiert haben. Und dann wechseln wir die Seite. Die Finger strecken und das hintere Bein wieder so weit heben, bis diese subtile Spannung im Kreuz entsteht. Tief atmen. Super einfach. Die Stellung wirkt stark auf den Unterleib. Balancehaltung. Super eben für unsere Wurzeln, dass der Baum des Yoga gut wachsen kann, dass wir eben dann gut aufgestellt sind im Alltag. Wir geben das Kinn ans Brustbein, schielen zur Nasenspitze, spüren den Punkt, wo die Wirbelsäule in den Kopf geht und schnaufen wieder 18 Mal. Jetzt kommen wir zu einer ähnlichen Haltung. Wir
umgreifen mit dem Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand den linken großen Zeh. Hier hinten, die Knie gehen wir zusammen. Den linken Arm gehen wir am Ohr vorbei, nach oben. Und dann drücken wir mit dem linken großen Zeh in die rechte Hand und dann stehen wir in so einer Natarajasana-Variante. Die Hand, die jetzt oben ist, dort strecken wir die Finger schön nach oben, Länge schaffen. Jetzt drücken wir noch den linken großen Zeh eben weiter in die rechte Hand, dass so eine subtile Spannung wieder entsteht im Rücken. Und dann atmen wir tief ein und halten den Atem an. Ja, dann wechseln wir die Seite. Zeige- und Mittelfinger der linken Hand greifen den rechten großen Zeh, halt wie so einen Schraubverschluss, so greifen. Das macht dann eben einen starken Stimulus auf den großen Zeh, diesen Druck auf den großen Zeh. Ist auch ein Mama und da in den Zehen enden ja auch Ida und Pingala Nadi, die so stimuliert werden, also wichtige Energiekanäle. Und dann ziehen wir die rechte Hand wieder noch schön nach oben, drücken den Fuß wieder in den linken Finger rein und atmen tief ein, halten an. Ja, bei Atem anhalten, dem Kumbhaka, machen wir jetzt viel in dieser Stunde, immer nur so lange wie bequem möglich, also nicht versuchen mit Gewalt da irgendwas zu erzeugen, sondern immer bequem und entspannt üben. Wir stehen ganz gerade, spüren die Fontanelle, Brahmarandra und schnaufen wieder 18 Mal. Ja, jetzt umgreifen wir mit beiden Armen das linke Bein und dann sind wir so in dieser windbefreienden Stellung. Den Fuß hier drücken wir nach unten. Ja, und wenn wir da sind, dann atmen wir tief ein, halten den Atem an, setzen Mula Bandha, also setzen den Wurzelverschluss, da ziehen wir die Ringmuskulatur vom Anus nach oben, drücken die Pobacken zusammen. Halten, solange wir können. Also tief einatmen und den Popo fester anspannen. Ja, bei diesem Mula Bandha können wir immer noch auch noch die Zunge an den weichen Teil des Gaumens geben. Nabu Mudra, um den Energiefluss zu erhöhen. Wechseln wir die Seite. Den Fuß hier wieder nach unten drücken. Und jetzt profitiert eben der untere Rücken und der Bauch beim Atemanhalten, die Bauchorgane, durch den Druck, der entsteht. Wieder tief einatmen und den Popo fester anspannen. Mula Bandha, Wurzelverschluss. Jetzt geben wir die Hände ans Kreuz, neigen uns 60 Grad nach vorn, geben den Kopf in den Nacken, schauen zum imaginären Horizont, die Beine durchstrecken und jetzt wieder 18 Mal schnaufen.
Jetzt geben wir die Füße ein bisschen mehr als hüftbreit auseinander, kommen langsam, langsam, vorsichtig in die Hocke. Vorsichtig mit den Knien. Generell, wenn Übungen zu streng sind, einfach versuchen, sanfter zu üben, abzuwandeln, so dass gute Vibes entstehen. Wir verschränken die Hände hier, sind dann in dieser Utkatasana-Variante, atmen tief ein und setzen wieder Mula Bandha, diesen Wurzelverschluss. Zunge an den weichen Teil des Gaumens geben. Ja, das Mula Bandha zu setzen, kann man fast in jeder Stellung mit einbeziehen. Eine gute erdende Praxis. Eigentlich zielt eben die ganze Hatha-Yoga-Praxis darauf ab, Muladhara-Chakra richtig zu öffnen. Ohne Öffnung des Muladhara kein Yoga, steht in der Hatha-Yoga-Pradipika. Jetzt gehen wir die Hände hinten ans Kreuz, neigen uns 90 Grad nach vorn, Beine durchstrecken, Kopf in den Nacken geben und wieder 18 Mal schnaufen. Jetzt stellen wir uns wie einen Seiltänzer auf eine Linie, die Füße 50 bis 60 cm auseinander, die Fersen schön andrücken, die Beine durchstrecken, da wo das linke Bein vorne ist, gehen wir den Arm und die Finger durchgestreckt nach vorn, auf der Rückseite das gleiche. Jetzt ist der ganze Körper so unter Spannung und jetzt reißen wir noch den Mund weit auf, strecken die Zunge weit raus, atmen durch den weit geöffneten Mund und schielen zwischen die Augenbrauen. Nennt sich Siegel der Königskobra, Bhujangi Mudra. Ja, diese Grimasse ist für Mut und gegen Ängste, halt wie so eine Kobra in Angriffsstellung. Wechsel mal die Seite, aber ist auch gut für die Mundgesundheit. Die Stellung heißt Kala Bhairavasana Stellung und soll bewirken, dass die Energie nach oben steigt. Dadurch sollen die geistigen Fähigkeiten profitieren. Ja, nehmen wir die Stellung auf der anderen Seite ein. Mund weit aufreißen, Zunge raus, zwischen die Augenbrauen schielen. Jetzt geben wir die Hände hier über dem Knie, die Finger nach hinten, drücken die Hände über dem Knie da an, die Arme drücken mal durch, beugen uns nach vorn, drücken die Beine durch, geben den Kopf wieder in den Nacken und schnaufen wieder 18 Mal.
Ja, jetzt sind wir schon einmal richtig schön durchgepustet, haben viel Sauerstoff im Körper. Den wollen wir wieder bewegen. Wir umgreifen nochmal den linken Fuß, drücken die Ferse schön ans Gesäß, geben die Ellenbögen sanft nach hinten, die Knie zusammengeben, atmen tief ein und setzen wieder Mula Bandha, Ringmuskulatur vom Anus nach oben ziehen, Pobackenfeste zusammendrücken. Zwischen atmen und dann wechseln wir die Seite. Die Ellenbögen sanft nach hinten geben, die Knie zusammengeben, einatmen und den Popo wieder fest anspannen, Mula Bandha. Ja, dieses Schnaufen kann man eben auch durch den Mund praktizieren. Da schürzen wir so die Lippen, wie so zu so einer kleinen Rundung. Und dann atmen wir durch den, auch kräftig ein und aus, so wie eben durch die Nase. Machen wir es mal 9 Mal. Ja, so kommt eben noch mehr Sauerstoff hinein, Prana-Chi, Lebensenergie. Und jetzt wollen wir eben das Mula Bandha als Grundübung üben. Es hat eben diese 2 Teile, erst Ringmuskulatur nach oben ziehen vom Anus und dann die Pobackenfeste zusammendrücken. Halten, solange man kann. Die Füße gut spüren, Augen geöffnet halten, 150 cm vor den Füßen, eben auf einen Punkt schauen immer. Zwischenatmen. Dann stellen wir uns auf die Zehenspitzen, machen die gleiche Übung nochmal. Diesen Wurzelverschluss einatmen, Ringmuskulatur vom Anus nach oben ziehen, Pobackenfeste zusammendrücken. Übungen zur Reinigung und Erweckung des Muladhara-Chakras. Ja, die Füße und Beine sind die Arbeitsorgane vom Muladhara-Chakra. Machen wir noch weitere Übungen für die Füße und Beine. Wir atmen tief ein, geben wechselseitig die Ferse ans Gesäß und stellen den Fuß immer an die gleiche Stelle wieder ab. Vorher tief einatmen und dann 5 Mal jede Seite. Den Körper wahrnehmen, welche Empfindungen entstehen. Wie ist die Atmung? Wie schlägt das Herz? Was kann ich noch spüren? Dann atmen wir tief ein, halten den Atem an, geben die Fersen 5 Mal auf und nieder.
Ja, diese Übungen wirken jetzt nicht nur mechanisch, sondern eben auch neurologisch aufs Nervensystem und hämodynamisch über die Blutgefäße. Sollen den Körper vorbereiten, also wirken ganz konkret aufs Energiesystem und sollen den Energiekörper verschalten mit dem Nervensystem, sodass man dann bereit ist für die höhere Yoga-Praxis. Wir atmen tief ein, schlagen die linke Ferse ans Gesäß, lassen den Fuß nach vorn ausschwingen, 10-mal. Ja, super für die Knie, fürs Kniegelenk. Da, wo die Gelenke bewegt werden beim Atemanhalten, entsteht ein Vakuum. Da, wo das Vakuum entsteht, geht die Energie hin. Und so kann man eben den ganzen Körper systematisch mit Energie füllen. Wechsel mal die Seite. Zwischen atmen. Ja, dann stellen wir die Füße mattenbreit, gehen eine Etage höher zu den Geschlechtsorganen, Svadhisthana. Wir führen Yoni Mudra aus, versuchen die Kraft durch die Geschlechtsorgane nach oben zu ziehen. Dabei geben wir noch die Daumen in die Fäuste, Sambuddhini Mudra, eine Bittgeste an die Shakti, dass die Energie im Körper zirkuliert. Ja, dann tief einatmen und Yoni Mudra ausführen, Kraft durch die Geschlechtsorgane nach oben ziehen. Füße gut spüren, Blick am Boden. Kann für den einen oder anderen schon ziemlich intensiv werden. Jetzt merkt man, dass so kleine Übungen auch starken Effekt haben können. Stellen wir uns auf die Zehenspitzen und machen die gleiche Übung nochmal. Atmen. Ja, dann kommen wir langsam in die Knie nochmal runter, um die Muskulatur da unten noch besser zu isolieren. Wir können die Hände aufstellen oder die Finger wie ein Zelt auf den Boden geben. Den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, Zunge wieder einen weichen Teil des Gaumens geben, wieder tief einatmen und wieder Yoni Mudra setzen. Ja, wir wollen im Yoga den Unterleib richtig vital werden lassen, das Unterbewusstsein verbinden mit dem Normalbewusstsein zum vollkommenen Bewusstsein. Ja, machen wir noch weitere Übungen für das Svadhisthana Chakra. Die Füße und Beine sind die Arbeitsorgane vom Muladhara. Die Finger, Hände und Arme sind die Arbeitsorgane vom Svadhisthana. Machen wir dann noch weitere Übungen für die Hände und Arme. Wir machen mal Fäuste, atmen tief ein und geben die Fäuste wechselseitig 10-mal auf und nieder.
Füße gut spüren. Und wahrnehmen, welche Empfindungen entstehen. Jetzt gehen wir die Ellenbögen so an die Oberarme hier so an den Körper. Atmen tief ein, halten den Atem an und geben die Fäuste 10-mal nach vorn. Wir atmen tief ein, halten den Atem an, geben den linken Arm 10-mal auf und nieder. Und wieder wahrnehmen, welche Empfindungen entstehen. Wechsel mal die Seite, einatmen und rechts 10-mal auf- und niedergeben. Zwischen Atmen. Und dann gehen wir beidseits die Arme 10-mal auf und nieder, ohne dass sich die Hände irgendwo berühren. Und dann spürt man hoffentlich, welche Empfindungen entstehen. Und man muss dann nicht mehr erläutern, wofür eine Übung ist, weil man hoffentlich selber dann spürt, was geschieht. Wir machen Fäuste, kreisen die Hände 10-mal nach hinten. Und nach dem 10. Mal geben wir die Oberarme so an den Körper und dann atmen wir so durch die Nase mit so einem Schnaufer aus. Zwischen Atmen wieder tief ein und dann kreisen wir die Arme 10-mal nach vorn. Am Ende wieder mit dieser Bewegung ausatmen durch die Nase. Atmen. Ja, dann strecken wir mal die Finger schön durch, geben die so vorm Herzen voreinander die Hände, atmen tief ein, halten den Atem an und geben die Hände 5-mal kräftig aus, auf und nieder. Dann gehen wir wieder eine Etage höher zu den Bauchorganen und konzentrieren uns mal nur auf den Bauch, das Nabelzentrum und schnaufen wieder 18-mal und konzentrieren nur den Bauch, das Sonnengeflecht.
Dann kommen wir wieder zu einer Stellung der Kraft und auch die, für die Sonne, für ein Sonnentier, der Löwe. Wir kommen mal wieder schön vorsichtig jetzt in die Knie runter. Geben die Füße auseinander, die Fußballen geben wir hier zusammen und die Zehenspitzen so auseinander und versuchen uns auf die Fersen niederzusetzen. Dann mit den Händen die Knie umgreifen, das Kinn ans Brustbein geben, den Mund weit aufreißen, Zunge rausstrecken, zwischen die Augenbrauen schielen, dann sind wir in Simhasana, dem Löwen. Ja, dann schön langsam, langsam, vorsichtig wieder hochkommen. Und ja, wir geben mal die Füße zusammen und strecken die Beine durch und stellen die Hände hier vor den Zehen 50, 60 Zentimeter ab. Und ja, die Beine durchstrecken. Jetzt geben wir noch sanft den Kopf in den Nacken und bleiben so. Dann sind wir in der Viergliederstellung. Beine durchgestreckt, Arme durchgestreckt, Kopf in den Nacken geben, dass Druck entsteht. Tief atmen. Dann sanft in die Knie gehen und vorsichtig, langsam, langsam wieder nach oben kommen. Ja, dann fahren wir weiter fort. Wir wollen dann mit Achagari beginnen. Als Vorbereitung machen wir eine Runde Agnisara. Wir atmen tief ein, atmen aus, machen die Lunge leer, geben den Nabel mit leerer Lunge vor und zurück. Jetzt atmen wir tief ein, atmen aus, machen die Lunge leer, machen Uddiyana Bandha, Bauchverschluss nach innen, ziehen den Nabel mit leerer Lunge dann an die Wirbelsäule unter die Rippenbögen hoch, halten, solange wir können. Beim Bauchverschluss nach innen strömt die Energie mit einem starken Strom in die höheren Zentren. Das Herz profitiert, das Gehirn. Machen wir dieses Uddiyana Bandha mal einmal im Stehen. Einatmen, ausatmen, Nabel nach innen oben ziehen, halten, solange man kann. Uddiyana, das Auffliegen des großen Vogels. Ja, und dann wollen wir eben jetzt weiter fortfahren mit Achagari-Atmung für die neuen Teilnehmer. Könnt ihr bei mir auf die Seite schauen, da gibt es dann noch eine längere Erläuterung. Versuch's heute kurz und knackig zu halten.
Die Achagri-Atmung heißt, ist die Atmung der Riesenschlange. Da atmet man ein, drückt den Bauch nach vorn. Dann kommt man in dieses Udara-Bandha, der Bauchverschluss nach außen. Wenn man dann ausatmet nach einer gewissen Zeit, wenn man merkt, da kommt so ein gewisser Effekt, dann macht man die Lunge ganz leer und zieht den Nabel wieder nach innen oben, Udhyana, und beides zusammen wäre dann Bauchverschluss nach außen und Bauchverschluss nach innen, der vollkommene Bauchverschluss, oder eben Achagari von Achagara, Riesenschlange, die Atmung der Riesenschlange. Erst ist man wie so eine vollgefressene Python, dann macht man sich ganz leer wie eine hungrige Python. Ihr könnt die Matte mal 3-4-fach nehmen. Die Übung wirkt super stark, wenn man es im Stehen übt. Als Anfänger kann es eben passieren, dass man den Boden unter den Füßen verliert. Wenn ich nach dem Einatmen den Bauch nach vorne drücke, kann es passieren, dass es so ein bisschen schwindelig wird. Wenn ihr da merkt, da passiert jetzt was, da kommt so ein gewisser Effekt. Wir stimulieren auch stark den Nervus vagus, den 10. Hirnnerv, der hier alles versorgt, was unbewusst abläuft, die Organtätigkeit und alles, was automatisch hier vonstatten geht im Bauchraum. Wenn ihr nach dem Einatmen den Bauch nach vorne drückt, merkt, da passiert was, sofort ausatmen, nach innen oben ziehen, halten, solange man kann. Geben die Hände so noch als Unterstützung nach vorn für die Konzentration und als Bittgeste eben für die Shakti, für Hingabe. Blick 150 cm vor den Füßen. Einatmen, Bauch nach vorne drücken, halten, solange man kann. Ausatmen, nach innen oben ziehen, halten, solange man kann. Ja, für die Teilnehmer, die neu dabei sind, wenn man den Moment des Ausatmens verpasst, kann es wie so passieren, dass man wie so eine Sekündchen nicht richtig da ist, weil alle Energie im Körper nach unten gezogen ist. Wenn man den Bauch so nach vorne drückt, wird so ein riesiges Vakuum erzeugt. Und deswegen, gleich wenn man merkt, da passiert was, sofort ausatmen, nach innen oben ziehen, halten, solange man kann, und dann strömt die Kraft wieder mit einem starken Strom nach oben. Machen wir es nochmal. Ja, wenn du so ein bisschen Schwierigkeiten hast, vielleicht den Bauch nur kurz, ganz kurz nach vorne drücken und dann ausatmen, gleich nach innen oben ziehen und dann das Udhyana-Bandha einfach so lange halten, wie man kann. Und dann kann man sich so ein bisschen dann eingrooven in diese Übung. Ich habe da ziemlich lange für gebraucht, Vierteljahr so, bis ich das so richtig kapiert habe, was wie wo funktioniert. Und ja, wir machen es gleich nochmal. Mit Siegel der Krähe, da schürzen wir so die Lippen, wie so ein Krähenschnabel. Atmen durch diesen Krähenschnabel ein und machen dann eben diese Achagri-Atmung. Ja, immer versuchen, die Kontrolle zu behalten und das ruhig und entspannt durchzuführen. Den Bauch nicht so lange nach vorne drücken, bis die Augen anfangen weh zu tun, sondern versuchen, schön ruhig und entspannt diese Übungen auszuführen. Können wir mal so im Vierfüßlerstand machen. Da geben wir die Hände so unter die Schultern, die Knie zusammengeben, geben den Kopf in den Nacken. Und dann machen wir eben diese Achagri-Atmung jetzt in dieser Haltung. Einatmen, Bauch nach vorne drücken, halten, solange man kann.
Ausatmen, nach innen oben ziehen, halten, solange man kann. Dann können wir uns mal hinten auf die Fersen setzen. Und die Hände lassen wir einfach hier so stehen. Den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und jetzt schnaufen wir mal einfach 10-mal durch die Nase. Atmen tief ein und setzen Mula Bandha, spannen den Popo fester an. Ja, dann machen wir einmal die Ajjhagari-Atmung in dieser Stellung. Einatmen, Bauch nach vorn drücken, so gut es eben geht jetzt in dieser Haltung. Halten, solange man kann. Und dann ausatmen, nach innen oben ziehen, halten, solange man kann. Dann kommen wir wieder hoch, so zum Kniestand, fühlen noch so 2, 3 Ajjhagari-Atmungen. Wir geben mal die Hände zum Namaste zusammen. Schnaufen 3-mal durch die Nase und machen im Anschluss die Ajjhagari-Atmung mit Siegel der Krähe. Ja, machen wir es gleich nochmal, einmal ganz ruhig und konzentriert, ganz einfach durch die Nase. Ajjhagari. Jetzt gehen wir die Finger hier so zusammen vorm Körper, atmen tief ein und dann drücken wir die Fingerspitzen ganz fest aufeinander, halten so lange wir können.
Immer den Blick am Boden, 150 Zentimeter vor den Füßen. Dann ist man noch mehr mit dem Bewusstsein einer Erde, spürt man, kommt der Moment des Ausatmens, merkt noch mehr diesen, was im Bauchraum passiert. Ja, nehmen wir eine weitere Hastamudra mit dazu, für das Achagari. Da geben wir Daumen und Zeigefinger zusammen. Und also eine Hastamudra, eine Handgeste. Und drücken die drei Finger hier zusammen und nach hinten, sodass richtig Druck in den Händen entsteht. Und machen wieder Achagari-Atmung mit Segel der Krähe. Jetzt gehen wir die Knie mal etwas zusammen. Dann atmen wir tief ein. Wir geben jetzt erstmal den linken Arm hier so nach oben, die Finger durchstrecken, den rechten Arm nach unten. Und dann atmen wir tief ein, halten den Atem an, ziehen die rechte Hand nach unten und die linken Finger ziehen wir nach oben. Die Übung wirkt auch super stark. Also wer merkt, dass das jetzt schon einen starken Effekt hat, die Übung, hält dann vielleicht nicht so lang. Ja, merkt man dann, das sind dann große Muskelgruppen, wenn man da wieder loslässt, dann merkt man, wie der Durchblutung einsetzt und das Prana so nach oben steigt, der Kopf wird so ein bisschen warm, das ist das Prana des Chi, das ist so leicht und fein, das will immer nach oben steigen und dann merkt man, dass diese Energie so zu fließen beginnt. Machen wir wieder Achagri-Atmung mit Segel der Krähe. Ja, das Spektrum an diesen kleinen Übungen ist dann unbegrenzt, wenn man mal dieses Prinzip verstanden hat und dann kann man stundenlang üben. Die Übungen ermüden nicht und die Energie steigt und steigt. Super genial. Wechseln wir die Seite. Einatmen, rechts nach oben ziehen, links nach unten. So kommen wir schön an diese Muskulatur da an der Wirbelsäule ran, an den Schultern. Atmen. Und dann kommen wir in den Fersensitz. Diesen Diamantsitz. Und machen wieder die Achagari-Atmung mit Segel der Krähe.
Jetzt geben wir die Hände auf die Schultern. Dann ziehen wir mal die Mundwinkel nach außen und geben die Zähne zusammen und spannen hier dieses Platysma an, diese Halsmuskulatur. Und dann atmen wir tief ein, drehen uns nach links und bleiben halt so lange wie angenehm. Zwischen atmen und dann nach rechts. Und dann machen wir wieder Achagri-Atmung. Achagri kann man dann eben mit verschiedenen Pranayamas verbinden. Von den 10 Pranayamas dürfen Anfänger auch 5 Pranayamas üben. Also eben Sitali Sitkari, Brahmari, Ujjayi-Klang und Siegel der Krähe. Dann gibt es auch noch verschiedene andere Atemtechniken. Ja, wir machen wieder die Achagri-Atmung. Einmal mit Ujjayi-Klang, da modifizieren wir die Stimmritze. Als wenn wir einen Spiegel anhauchen würden, dieses Geräusch mit geschlossenem Mund beibehalten. Und mit diesem Geräusch atmen wir dann ein und im Anschluss machen wir dann Achagri-Atmung. Dann kommen wir langsam, langsam nochmal hoch, schön vorsichtig. Geben die Füße mal mattenbreit auseinander. Geben die Arme zur Seite. Atmen tief ein, halten den Atem an, neigen uns nach links. Ruhig zwischenatmen. Wieder tief ein und gen rechts. Ja, dann wollen wir versuchen, das erste Mal Achagri-Atmung im Stehen zu machen. Also für die Leute, die gemerkt haben, dass da schnell ein gewisser Effekt eintritt, dass schwindelig wird, vielleicht dann nur so ein Sekündchen den Bauch nach vorne drücken und dann gleich ausatmen, Uddiyana Bandha halten, dass man nicht den Boden unter den Füßen verlieren. Das wäre dann kein Yoga. Können wir so ein bisschen in die Knie gehen, dann haben wir noch eine bisschen festere Basis, so stärkeres Gefühl mit den Füßen so an der Erde. Mein Lehrer, der bewegt doch immer so die Zehen, wenn er den Bauch so nach vorne drückt, dann hat er eben noch mehr Kontakt so zum Boden, habe ich mal so beobachtet. Einfach, dass wir mit den Füßen richtig an die Erde kommen. Dieser Yoga soll ja uns richtig erden und die Füße mit der Erde verbinden. Machen wir Achagri-Atmung mit Siegel der Krähe ganz ruhig und konzentriert.
Machen wir es noch einmal ganz ruhig und konzentriert mit Ujjayi-Klang. Jetzt machen wir mit der rechten Hand eine Faust, mit der linken Hand umgreifen wir hier das Handgelenk und geben die Hände hinten schön ans Kreuz. Und dann atmen wir tief ein, neigen uns zurück, geben den Kopf in den Nacken, atmen aus, beugen uns nach vorn, bleiben eine Sekunde, das Ganze dreimal. Bei dieser Übung wird die Energie stark im Körper auf und ab bewegt. Und jetzt ja, nehmen wir wieder die Bandas dazu. Wir atmen tief ein und setzen Mula Bandha, ziehen die Ringmuskulatur vom Anus nach oben, drücken die Pobacken feste zusammen. Füße gut spüren. Jetzt spürt man schon stark diese Korrespondenz zwischen Gesäß und Kopf. Ja, gehen wir nochmal so ein bisschen in die Knie und machen ganz ruhig und konzentriert wieder die Achagari-Atmung einfach durch die Nase. Ja, heute keine Erläuterungen zum Achagari, da kann man dann bei mir auf die Seite schauen und gibt es auch noch ein Erklärvideo dazu für die Empfindungen, die da jetzt entstehen. Der ein oder andere merkt dann, dass die Übung super potent ist. Fahren wir einfach heute dann zügiger weiter. Wir umgreifen das linke Handgelenk, wechseln die Seite, machen die gleiche Sequenz noch einmal. Zwischenatmen, wieder tief einatmen und Mula Bandha setzen. Die Füße gut spüren.
Zwischen atmen. Und geh mal wieder sanft in die Knie und ganz ruhig und konzentriert die Ajnagari-Atmung. Ja, bei dieser Übung wird der Organismus stark verlangsamt, der Parasympathikus wird aktiviert, Energie steigt, das Herz kann sich ausruhen, alles läuft ruhiger und systematischer ab. Ja, machen wir noch eine Rückbeuge, so schön vorsichtig. Da kann es eben auch passieren, dass man den Boden unter den Füßen verliert, wenn man da zu lang bleibt. Mach es einmal vor, einmal einatmen, den Kopf in den Nacken geben, weit zurückbeugen und dann eigentlich so lange halten, wie man kann. Aber wie gesagt, wenn man das zum ersten Mal macht, vielleicht nur ein, zwei Sekündchen und dann kommt man wieder zurück, sodass man eben nicht, da kann dann auch passieren, dass da vom Vagus ein starker Reiz hochkommt oder durch diesen Genickverschluss dann so ein bisschen das schwindelig wird und dann dass keine Unfälle entstehen. Also schön vorsichtig. Nicht zu lang halten. Hier bleibt der Brustkorb flexibel. Super für die Lungen. Das Herz bekommt mehr Blut. Machen wir die gleiche Übung nochmal mit Fäusten. Ja, rechtzeitig zurückkommen, dass man eben nicht den Boden unter den Füßen verliert. Ja, da gibt es dann eben noch eine stärkere Variante. Ich bin jetzt in 10 Jahren einmal hingefallen, also so richtig, und das war bei dieser Übung. Also Vorsicht, aber ich will es einmal zeigen. Vielleicht einatmen und dann neigt man sich zurück, gibt die Hände gestreckt nach hinten und zieht die Schultern hoch. Dann hat man noch so einen stärkeren Genickverschluss. Und ja, nur kurz mal halten und dann kann man sich zu Hause dann da eingrooven. Mein Lehrer hält das so gefühlt eine halbe Minute, also am Anfang vielleicht nur sanft beginnen und dann kann man sich zu Hause dann weiter steigern. Die Übungen sind super potent, die zwingen einen ins Jetzt. Muss sehr aufpassen. Im Buch Yoga hilft heilen steht dann bei jeder einzelnen Übung am Anfang 5-mal. Also kann man dann ja stundenlang üben. Gab es einen 100-Ferien-Yogi, der hat das immer von 4 bis 8 geübt, jeden Morgen. Und ja, ist wie gesagt sehr alt geworden. Jetzt machen wir noch weitere Siegel der Krähe-Variation nach diesen Rückbeugen. Das kann man eigentlich auch im Stehen machen. Da kann es dann aber auch passieren, dass das Bewusstsein so ein bisschen schwindet. Deswegen machen wir es mal am Kissen. So, mal auch neue Teilnehmer dabei haben. Wer mag, kann es auch im Stehen machen, die Fortgeschrittenen. Und ja, wir atmen durch den Krähenschnabel ein. Pusten die Backen auf, geben das Kinn ans Brustbein mit diesen aufgepusteten Backen und halten. Und dann halten wir aber auch nur so lange, dass wir noch 2-3 Sekündchen früher zurückkommen können und ruhig und sachte durch die Nase ausatmen, so 4-5 Sekunden lang, schön ruhig und gleichmäßig.
Ich nehme immer den Ujjayi-Klang mit dazu, um sicherzugehen, dass ich ruhig und gleichmäßig ausatme. Also nicht so lange halten und dann wie so ein Luftballon die Kontrolle verlieren und ausatmen, sondern alles schön kontrolliert und gleichmäßig. Machen wir es mal. Die Übung heißt die Verjüngung der Wangen. Das ganze Gesicht profitiert. Die Blutgefäße, die werden auch wieder so ein bisschen abgeklemmt in diesem Genickverschluss nach vorn. Wenn man dann wieder hochkommt, kommt zu einer Mehrdurchblutung. Dann hat man wie so eine Massage des Gesichts dann eben über die Blutgefäße hämodynamisch. Geht ein bisschen in die eustachische Röhre rein. Wenn man jetzt so Schnupfen bekommt, kann man das gut machen. Dann sind die Atemwege wieder frei. Machen wir die gleiche Übung nochmal. Wirkt auch aufs Frontalhirn. Ja, jetzt gehen wir die Finger hier so zusammen wieder wie vorhin. Und in der Anhaltephase drücken wir die Nasenlöcher zusammen mit den Daumen. Machen wir dann so drei Runden. Einatmen über den Krähenschnabel, Backen aufpusten, Kinn ans Brustbein, halten so lange man kann, durch die Nase ausatmen. Dreimal. Ja, das Siegel der Krähe rottet alle Krankheiten aus, steht in der Hatha Yoga Pradipika. Nehmen wir eine weitere Technik mit dazu. In der Anhaltephase machen wir so Fäuste und geben die Schultern auf und nieder. Ist dann so eine Übung noch für die Schultern. Machen wir es mal. Langsam und sachte durch die Nase ausatmen. Ja, und dann noch die letzte Variante. Atmen wir durch den Krähenschnabel ein, Backen aufpusten, Kinn ans Brustbein und dann in der Anhaltephase drücken wir noch den Bauch nach vorn wie beim Achagari und bleiben. Und dann eben rechtzeitig zurückkommen, ausatmen, ganz ruhig und gleichmäßig.
Ja, mit diesen Übungen kann man den Geist sowie ausschalten, auch vor allen Dingen mit dem Achagari-Yoga, ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Gab es einen Kriya-Yoga-Lehrer, der hat immer gesagt, Breath Control, Self Control, Breath Mastery, Self Mastery. Also, er hat dann auch gesagt, er hat seine Religion, ist eine Religion des Atems. Der Atem ist das Bindeglied. Er schenkt dir eben Ruhe, Frieden und Göttlichkeit. Ja, schnaufen wir noch 5-mal durch die Nase. Dann atmen wir tief ein und setzen Mula Bandha, spannen den Popo nochmal fest an. Dann geben wir die Daumen hier zusammen in der Hand und geben die Fingerspitzen zueinander. Avahani Mudra, wieder eine Hasta Mudra für Hingabe an die Shakti. Halten die Hand dann so vorm Nabel und machen wieder die Achagari-Atmung. Dann atmen wir nochmal tief ein, geben 2-mal ganz ruhig und langsam den Kopf von links nach rechts. Zwischen Atmen. Und dann schnaufen wir noch 5-mal durch den Mund. Und machen wieder Achagri-Atmung mit Siegel der Krähe und Avahani-Mudra. Und dann kommen wir am Ende immer wieder mal zum Hasen. Können wir noch die Ellenbögen so vor die Knie geben und dann geben wir den Kopf in den Nacken, schielen zwischen die Augenbrauen, den Bauch hier schön auf den Oberschenkeln ablegen, den Kopf in den Nacken, zwischen die Augenbrauen schielen, wieder Zunge rausstrecken, Bhujangi Mudra durch den weit geöffneten Mund atmen.
Dann geben wir den Kopf nochmal so zum Entspannen etwas nach vorn. Das Genick entspannen. Dann wieder den Kopf in den Nacken geben, zwischen die Augenbrauen schielen, tief einatmen und Mula Bandha setzen. Den Kopf ruhig nochmal entspannen, das Genick. Dann wieder sanft in den Nacken geben. Und jetzt machen wir einmal die Ajjagari-Atmung, so gut es eben geht in dieser Haltung. Einatmen, Bauch nach vorne drücken, halten, solange man kann. Ausatmen, nach innen oben ziehen, halten, solange man kann. Und dann stellen wir das Gesicht hier in die Hände ab und bleiben so und machen 10 Atemzüge gar nichts, um ganz ruhig zu werden. Der Hase beruhigt das ganze System. Der ängstliche Menschen und Menschen, die sich schnell aufregen, sollten die Position regelmäßig üben. Ja, dann machen wir noch 2, 3 Katze-Kuh-Bewegungen und dann bereiten wir uns vor für die Tiefenentspannung. Vor der Tiefenentspannung ruhig eine Decke nehmen und dann kann man eben noch hier diese Boot-Bauchmuskelübung machen. Gibt mal die Hände an die Oberschenkel, Oberkörper heben, Füße heben, zusammengeben, müssen die Bauchmuskeln arbeiten und wenn man dann loslässt, liegt man automatisch in Shavasana, ganz symmetrisch. Und dann ruhig zudecken. Dann kann dieses Gefühl der Geborgenheit entstehen, die Hände können warm werden, die Gehirnwellen können sich verlangsamen. Und dann spreche ich wieder diesen Sing-Sang. So in der Tradition vom Rüdiger Dahlke, diese geführten Meditationen. Dann kann man eben ganz nach innen gehen. Lege dich auf den Rücken in Shavasana. Die Fußspitzen fallen locker auseinander. Die Arme vom Körper weg, die Handflächen nach oben. Die Schultern sind weg von den Ohren, der Nacken ist lang. Kiefer, Gelenk und Augen sind entspannt. Das Gesicht ist entspannt. Und mit jeder Ausatmung kannst du dich jetzt anvertrauen. Und schwerer werden, tiefer sinken in die Unterlage. Ist jetzt ganz einfach, loszulassen.
Dann spüre wieder deinen Atem. Dein alter Freund, der dich schon so lange begleitet. Und auch das Lächeln ist noch da. Mit jedem Einatmen kommt mehr Lächeln herein über die Lungenflügel. Und die Lungenflügel lächeln. Und ausatmend gibst du das Lächeln wieder den Raum zwischen den Lungenflügeln, den Herzraum. Dieses heilende, öffnende Lächeln. Wird hier für Ordnung sorgen. Mit jedem Einatmen kommt mehr Lächeln herein. Dann kannst du das Lächeln mal einmal zu deinen Füßen schicken. Du musst einfach nur Füße denken und lächeln. Und im nächsten Augenblick bist du auch schon bei deinen Füßen, die dich schon so lange durchs Leben tragen. Und vielleicht fühlt sich das Fußlächeln ganz anders an. Wie das Herzlächeln von eben noch. Mit jedem Einatmen kommt mehr Lächeln herein über die Lungenflügel und dann schickt das Lächeln jetzt an den Ort deines Körpers, deines Geistes oder deiner Seele, der jetzt Heilung braucht. Du kannst den ersten aufsteigenden Gedanken, der dir jetzt dazu einfällt, wahr und wichtig nehmen. Vielleicht kommt er von deinem inneren Heiler oder Heilerin. Dann schick das Lächeln dorthin. Das folgende Lied wird dich noch etwas begleiten auf dem Weg in deine eigene Mitte. Mahadeva, Mahadeva,
Atme tief ein und aus. Ganz sanft bewege die Finger und die Füße. Komm langsam zurück, mach Bewegungen, die dir jetzt gut tun. Strecke dich lang. Dann komm in ruhigen Bewegung noch einmal zum Sitzen. Führ dreimal Om, Chanti.
Richte dich gerne mal noch ganz aus. Mit den Füßen an der Erde. Den Kopf zum Himmel. Verbinde dich nach oben, um ganz frei zu werden. Und dann atmen wir gemeinsam ein für dreimal Om. Asato ma sat gamaya, tamaso ma jyotir gamaya, mrityo ma amritam gamaya. Om shanti, shanti, shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bolo Sadguru Shivananda Maharaj Ki. Om Sarva Sandana Ki. Ja, herzlichen Dank fürs Mitüben. Wem die Stunde gefallen hat, der kann das so eine Einführungsstunde bei mir auf der Seite machen, dann auch mit mehr Erläuterungen noch. Ja, ich hoffe, dass das nächste Seminar hier stattfindet, jetzt Ende Mai, das dann schon offen ist. Und wir hier gemeinsam praktizieren können. Da gibt es so eine 4-Tage-Weiterbildung. Dann vielleicht, dass mal alle in Bad Meinberg das wieder geöffnet wird und wir gemeinsam praktizieren können. Alles Liebe, bis bald, ja, hoffentlich.